Einen wunderschönen guten Morgen gemeinsam. Schön, dass wir da sein dürfen. Und was Daniela schon so schön vorgespielt hat in dem ganz kurzen Stück, ist genau das, was die Manuela angesprochen hat, dass auch ein kurzes Stück Musik schnell und langsam sein kann. Und das wird uns die nächsten 1,5 Stunden beschäftigen. Und das möchte ich auch möglichst interaktiv, möglichst mit euch interaktiv, ist ein grausames Wort eigentlich, ich möchte es mit euch machen, wenn ich das machen darf. Und um das gleich zu beginnen, bitte ich euch einfach, dreht euch zu einem der Nachbarn, die ihr noch nicht kennt, und stellt euch einmal kurz vor. Es ist so spannend, miteinander zu sprechen und miteinander zusammen zu sein, endlich in Person wieder. Aber ich bitte euch, dass ihr diese Vorstellung jetzt noch einmal macht, aber anders macht. Ihr schaut die andere Person einfach nur an. Kein Wort, nur anschauen. Danke. Und weil alle Dinge, guten Dinge 3 sind, machen wir jetzt noch eine Vorstellung. Und diese Vorstellung machen wir ganz einfach im Word-Rap. Das heißt, einer sagt ein Wort, um sich vorzustellen, der andere sagt ein Wort und so geht das ganz kurz hin und her. Also ich würde typisch sagen, Espresso, Schokolade, Orange, bitte. Es war nur eine kleine Aufwärmübung, damit ihr euch ein bisschen besser kennenlernt und ich euch auch ein bisschen besser kennenlerne. Aber das parken wir jetzt einmal kurz. Mein Thema ist Tempo und Entwicklung. Und wie ich mich so mit dem Thema begonnen habe, auseinanderzusetzen, habe ich mir gedacht, wo kommt eigentlich dieses Tempo und das Tempo aus der Musik her? Das war klar für mich, dass Musik aus Tempo besteht. Und das Tempo dieses Grundfundament in der Musik legt. Was mir nicht klar war, ist, dass sich der Tempobegriff in der Musik grundlegend geändert hat und das interessanterweise zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Was habt ihr so Beginn des 19. Jahrhunderts, so 1800 irgendetwas im Kopf? Entschuldigung? Industrialisierung, ja. Napoleon. Ich würde den Beginn des 19. Jahrhunderts als den Beginn eines Zeitalters des Herzens sehen. In der Musik, in der Literatur war das der Beginn der Romantik. In der Musik war das der Beginn von Schubert, von Liszt, von Schumann, auch von dem späten Beethoven. In der Lyrik war es Eichendorff, Novalis, Tieck, wunderbar. Und die haben auch immer wieder zusammengefunden. Das Spannende aber in der Musik ist, dass Tempo in der Musik davor nicht mit dem, was wir heute kennen, nämlich mit Schlägen pro Minute definiert war, sondern über Bewegung definiert war. Wenn man sich die Musik Bachs, Händels und so weiter anschaut, dann spricht man vom Marsch. Man spricht genauso von den ganzen wunderbaren Tänzen, von einer Gavotte, von einem Menuett. Aber man spricht noch nicht von Allegro, Andante und so weiter. Das kam erst rund um 1800 auf. Und da gab es einen Erfinder, einen Herrn Metzler, der hat ein Metronom erfunden. Und eigentlich ist ein Metronom ganz banal. Es macht einfach Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Und das kann es aber auch ganz schnell machen. Tick-Tock, 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 Tick-Tock. Oder ganz langsam. Das heißt, er hat es geschafft, in einem mechanischen Instrument Schläge in einer Minute darzustellen. Interessanterweise, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, sind die Schläge, die wir in der Musik haben, die Schläge unseres Herzens. Wir beginnen im langsamsten Tempo bei ungefähr 40 Schlägen pro Minute. Da schläft man schon sehr tief und ist vielleicht auch nicht mehr hundertprozentig gesund. Das schnellste Tempo ist 220.
Da muss man schon ein Supersportler sein, dass man das durchsteht. Aber, und es war auch interessant, euch dazu zu schauen, wie ihr euch in diesen Gruppierungen gefunden habt. Unser normales Tempo ist irgendwo so zwischen 80 und 120. Damit fühlen wir uns wohl, das ist das Gehende, auch ein bisschen das Langsamere, da ist alles drinnen. Was ich in meiner Recherche für den heutigen Vortrag so spannend gefunden habe, ist, dass es Metzler war, der zuerst wirklich sich damit beschäftigt hat, bevor das Stethoskop in der Medizin erfunden war. Das heißt, man konnte zwar den Puls davor messen, aber man konnte nicht das Herz wirklich abhören. Die Ärzte damals haben das Ohr an die Brust gegeben, um hier das Herz zu hören, das war's. Das Stethoskop wurde 1816 erfunden. Metzler kam mit seinem Metronom, mit seinem ersten 1815 auf den Markt, hat sich schon einige Jahre davor damit beschäftigt gehabt. Das hat mich fasziniert, dass also in einer Zeit, rund zu Beginn 1800, wir eine Entwicklung in der Kunst haben, die in die Romantik hineingeht und gleichzeitig in der Wissenschaft die Entwicklung haben, die sich mit dem Herzen auseinandersetzt. Etwas, was mich persönlich ganz einfach fasziniert hat. Was noch ein Schritt weiter dort ist, ist, dass wir ja unsere Herzfrequenz verändern können. Und das eine ist wie der Gregor, der kann sich am Hometrainer setzen und kommt damit auf seine 180 hoffentlich und das nicht zu oft, außer er ist wirklich gut trainiert. Aber wie können wir hier unsere Herzfrequenz ändern? Atmung. Genau. Atmung ist das Kernelement, wie wir immer unsere Herzfrequenz verändern können, wo immer wir sind. Und auch da gibt es einen wunderbaren Bezug zur Musik dazu, weil in der Musik, wisst ihr, wie lang die Bogenlänge ist auf einem Streichinstrument? Ein Atemzug. In den Blasinstrumenten, wie die Daniela so wunderbar spielt, ist es klar, ein Atemzug. Aber dieser Atemzug hat sich übersetzt. Das ging sogar so weit, dass Beethoven in Notizen schreibt, an seine Schüler zu sagen, ihr müsst unbedingt alle spielen, als ob ihr es singen würdet. Das war auch die Zeit, wo manche Komponisten begonnen haben, so Bögen einzuzeichnen ins Notenbild, die eben diesen Atembogen darstellen sollten. Und das sogar in der Klaviermusik. Mendelssohn schreibt die Lieder ohne Worte. Das heißt auch wieder der ganz klare Bezug zum Atmen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was hat das alles mit uns zu tun, die sich hier mit Organisationen, mit Gruppen, mit Teams auseinandersetzen? Spannend einmal zu hören, zu sagen, aha, Tempo, Schlagzahlen und, und. Was mich interessieren würde, ist, was ihr denkt. Was denkt einer von euch, was er sagt, was hat das mit Tempo, mit Organisation zu tun? Ist schnelles Tempo immer schlecht oder gut, so wie die Manuela das gesagt hat? Machen wir eine ganz kleine Frage. Wer sagt von euch, wer denkt sich, dass schnelles Tempo in Organisationen meistens schlecht ist und zu schnell ist? Na, ein paar Hände, okay. Wer denkt, dass langsames Tempo in Organisationen so ein richtiges Lago schlecht ist? Ah, interessant, das sind ungefähr dreimal so viele Hände, die da hochgegangen sind. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend, weil das im Endeffekt sehr widerspiegelt, wie wir heute denken. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles ganz, ganz schnell gehen muss. Und wir nehmen uns eigentlich ganz wenig zurück, um diese Momente der Ruhe zu haben, diese Momente uns auch einmal anzuschauen, eine Verbindung aufzubauen, zueinander Gedanken sinken zu lassen. Wissenschaftlich gesehen gibt es in Kanada einen Konzertsaal, der sich damit so ausgestattet ist, dass man all das erforschen kann. Zwischen den Musikerinnen und Musikern, aber auch zwischen Publikum und Teilnehmerinnen. Wie manche vielleicht wissen, durfte ich 6 Jahre lang das Wiener Konzerthaus leiten
Und viele kamen zu mir und haben gesagt, Bernhard, wie ist das eigentlich? Ich verstehe ja nichts von Musik, aber mir gefallen hat es mir. Und ich habe gedacht, also erstens braucht man nichts von Musik zu verstehen und Musik zu genießen, sondern es geht ja sehr um die Seele, um die Emotion, um diese Dinge, die in unserer Zeit sehr stark, sehr zu kurz kommen. Und dann habe ich mir gedacht, wie mache ich es eigentlich fest, ob das ein gutes oder ein nicht so gutes Konzert war? Das Einfachste war immer Konzerte im November. Typische Hustensaison gerade in Wien. Wenn dann alle im Publikum sitzen und die ganze Zeit husten und ihre Programmhefte durchblättern und so weiter, habe ich gewusst, das konnte von der Theorie her das einer der tollsten Konzerte gewesen sein. Wirklich, jede Note hat gestimmt, alles war ganz präzise, super. Das Publikum war gelangweilt, ist nichts rübergekommen, hat uns nicht berührt. Das hat mich begonnen zu interessieren und da bin ich auf die ersten Studien draufgekommen, die die Qualität eines, oder nicht die eigentliche Qualität, sondern die das Zusammenspiel in einem Publikum analysiert haben. Wenn ein Konzert sehr spannend ist, dann beginnt ein Gleichklang in der Herzfrequenz zwischen 2000 Leuten. Ein Gleichklang in der Atemfrequenz. Und das sind die Konzerte, wo selbst in der Hustensaison im November im Wiener Konzerthaus bei 2000 Leuten eine absolute Stille war. Dann habe ich mir gedacht, ich arbeite ja sehr viel mit Organisationen, so wie ihr alle auch. Ja. Wo gibt es das, wo man aus einem Meeting nicht einfach herausgeht und sagt, ja, na gut, war interessant, da hat wieder jemand gesprochen oder interessante PowerPoint oder so, ja gut. Haben wir entschieden, passt, sondern herausgeht mit diesem Moment eigentlich der Berührung, diesem Moment des Einklangs, der Harmonie, diesem Moment, wo man gern einfach noch ganz kurz verharren möchte, um das zu halten. Und dann habe ich mir gedacht, wäre das nicht wunderschön, in Organisationen stärker zu haben? Und das hat mich dazu gebracht, ein bisschen eben mich viel stärker mit Tempo auseinanderzusetzen und zu sagen, wie funktioniert das eigentlich? Und wie manche wissen, ich darf Menschen und Organisationen hauptsächlich in Veränderungen begleiten, als Coach, als Trainer. Ich genieße diese Aufgabe unglaublich. Ich bin enorm dankbar für das Vertrauen, das man mir schenkt, weil das einer der größten und schönsten Dinge, Geschenke ist, die man eigentlich bekommen kann. Und ich habe begonnen, mir immer das Tempo mitzuschreiben des Gesprächs. Und wo ich über die Zeit draufgekommen bin, ist, dass Klientinnen und Klienten ein unterschiedliches Tempo haben. Und es ist gut für mich zu wissen, wenn jemand zu mir kommt, der normalerweise im Gespräch so auf 80, 90 ist, zu einem guten Adagio, der plötzlich so in einem Allegro, Allegrissimo bei 120, 140 da ist. Und sonst merkt man gar nichts an der Person. Sie ist so wie immer und sie redet und sie erzählt und sie antwortet meine Fragen und, alles ist da. Aber irgendwo ist das Tempo nur schneller. Oder es ist umgekehrt und das Tempo ist langsamer. Und das hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, noch einmal eine Schicht dazu zu tun, um Menschen zu erkennen und zu sagen, was passiert mit den Menschen. Ich mache das in der Zwischenzeit auch bei Meetings, wo ich mir das Tempo einfach mitschreibe und dann manchmal frage und so sage, was glaubst du, dass wir heute für ein Tempo gehabt haben? Und wie hat sich das für dich angefühlt? Das heißt, mit diesem Tempo kann man wunderbar spielen. Und so einen kleinen Ausflug da auch an der McMaster's Universität in Kanada hat man ein wunderschönes Experiment vor einem, glaube ich, letztes Jahr gemacht, über Dating. Die meisten werden es ja nicht wissen, aber es gibt diese Dating-Apps angeblich, die manche Leute auf ihren Telefonen haben und da schaut man dann und was ich so höre, swipet man da links oder rechts. Ja, wie gesagt, ich kenne das alles nur vom Hörensagen. Ja, und führt dann zu einem Zusammentreffen oder auch nicht.
bin draufgekommen, dass es meistens nicht zu einem Zusammentreffen führt, weil für diese Dating-Apps das größte Problem ist und auch schon davor für alle Paarvermittler das größte Problem ist, die Menschen dazu zu bekommen, eigentlich sich zu treffen. Und so hat die McMaster-Universität in Kanada ein Experiment gemacht, ein Speed-Dating-Event mit, ich weiß nicht, ja, 100 Leuten oder 50 Leuten oder so. Man hatte 4 Minuten pro Paar. Man hat die Menschen angeschlossen, an alle möglichen Parameter zu messen, und man hat unterschiedliche Musik drunter gelegt. Welche Musik ist gut zum Daten? Schnelle Musik, langsame Musik? Lago, okay. Schnellere Musik lieber? Ja. Man kommt drauf, dass so, es braucht so ein bisschen Groove. Ja. So ein bisschen, ja. Also Lago ist, funktioniert nicht. Ja. Wir sind bei Schlägen bei rund 140 oder so. 120, 140 und einen Groove. Und das Spannende ist ja, wir reden auch in der Wirtschaft hin und wieder über Groove. Sag, wow, da ist was weitergegangen, das hat Groove. Ohne ein Tempo drunter zu legen, gibt es keinen Groove. Ohne ein Tempo drunter zu legen, gibt es keinen Rhythmus. Es gibt auch keine Harmonie eigentlich, keine Melodie und gar nichts. Tempo ist die Basis. Und das Spannende eben, was Sie gesehen haben, ist zu sagen, ja, es braucht einen gewissen Groove, nicht zu schnell, nicht zu langsam, 120, 140. Das tut den Menschen gut, um sich zu öffnen, um Gespräche miteinander zu führen, die an sich scheinbar interessant sind, denn was das Spannende ist bei der Auswertung ist, die haben dann in der Auswertung natürlich gefragt, ob man sich mit den Personen wieder treffen möchte, klar, das war eigentlich gar nicht so die wichtige Frage. Die wichtige Frage war, ob man längerfristig mit der Person sich vorstellen könnte, zusammen zu sein. Und dort, wo der Groove und das gegenseitige aufeinander zugehen gepasst hat, das gegenseitige Tempo gepasst hat, wo man sich eingeschwungen hat auf ein Tempo, das waren die Leute, die gerne langfristig zusammenbleiben wollten. Kann sich mal fragen, ob man dieses Einschwingen auch beim nächsten Einstellungsgespräch oder beim nächsten Vorstellungsgespräch bei einem Klienten eigentlich einmal anwendet und so schaut, ob man auf ein Tempo kommt, das sicherlich Manuela, Gregor und ich gehabt haben, wie wir uns das erste Mal und den ersten Male getroffen haben. Wir haben es geschafft, ein Tempo zu entwickeln, das für uns alle gut ist und das für uns schön ist, wo wir in so einen eingeschwungenen Zustand kommen, auf dem dann eben ein Groove entstehen kann. Aber der Groove entsteht nicht, wenn die Basis nicht da ist, wenn das Tempo nicht da ist. Ich habe viel geredet. Und was mich eigentlich langsam interessiert, ist dann wirklich noch stärker zu Organisationen und zu euch zu kommen. Aber davor noch 2 Anmerkungen, auch wie ich das vorher so abgefragt habe, wie das in Organisationen ist, schnell oder langsam. Ja, wir leben in einer schnelllebigen Zeit und wir haben diese Klischees davon, dass die Startups sehr, sehr schnell sind und sich dabei selbst überholen hin und wieder. Sie wissen zwar nicht, wohin sie gehen, aber sie sind schneller dort. Versus Konzerne und Großkonzerne, die eine gewisse Behäbigkeit und eine gewisse Langsamkeit haben, die dann manche auch überlegen lässt, wann ist es endlich 17 Uhr, dass ich heimgehen kann oder 12 Uhr, damit ich zum Mittagessen komme. Oder hier 11.35 Uhr zur Kaffeepause, keine Sorge, die kommt pünktlich. Das heißt, wir leben mit diesen Klischees ein bisschen und ich weiß, dass viele Großkonzerne versuchen, auch Klienten von mir zu sagen, ah, wir wollen das jetzt so machen wie die Startups, das ist lässig, das geht und wir brauchen doch die Geschwindigkeit und, und. Das Spannende ist, dass Geschwindigkeit und Tempo etwas hat, das eben situationsabhängig ist, auch das ist, was ich gerne herausbekommen möchte. Und manchmal ist es gut, das Tempo bewusst herauszunehmen, eine Pause einzulegen, eine Stille einzulegen oder dann auch wieder ganz, ganz schnell zu sein. Und das bringt mich zurück zu diesen 3 Vorstellungsrunden, die wir da am Anfang meines Vortrages gemacht haben. Und mich interessiert das einfach nur, weil es ein Experiment ist. Ja.
aus welchem dieser drei Runden, das eine, die normale, sagt, stellt es euch vor, das zweite ist, schaut es euch in die Augen, das dritte, macht diesen Rap. Wo habt ihr das stärkste Gefühl, die stärkste Verbindung zu dieser anderen Person mitgenommen? Bei wem war das eins? Okay. Bei wem war das zwei, in die Augen schauen? Danke. Bei wem war das drei, Word Rap? Gut. Also wenn ich das so ganz grob sagen darf, die übliche Vorstellung, hallo, ich bin Bernhard Keres und ich bin Coach und Trainer, sollten wir uns abgewöhnen, die funktioniert, glaube ich, nicht nach dem, was ich hier gesehen habe. Vielleicht sollten wir Vorstellungsgespräche damit beginnen und zu sagen, darf ich dir mal in die Augen schauen? Ich werde das natürlich nicht so sagen, aber diesen Moment zu nehmen, jemandem in die Augen zu schauen und das, was bei den Spielregeln und auch ein bisschen bei den Freiräumen dabei ist, diesen Moment zurückzunehmen und zu sagen, ich höre noch diesen Moment länger zu, bevor ich weitergehe oder bevor ich etwas sage. Und eine meiner Lieblingsautorinnen im Moment, Brené Brown, schreibt so schön davon, zu sagen, wir müssen uns ändern, wir shouldn't listen to answer, but listen to understand. Und listen to understand heißt genau diesen Moment zurückzunehmen, diesen Moment länger noch einmal da zu sein, einen Schlag, zwei Schläge, drei Schläge, bewusst Pause zu machen. Und da kann uns eben Tempo sehr helfen, weil wir uns das vereinbaren können. In der Musik würde man schlicht und einfach einen Takt Generalpause machen oder, wie das nicht die Flötisten, die ganz wesentlich im Orchester sind, haben, sondern so manchmal der Tuba-Spieler oder das Bassfagott, der Kontrabassfagott, die dann mehr oder weniger 48 Takte Pause haben. Aber dann doch zum richtigen Zeitpunkt da sind. Ich möchte euch noch zu einem Experiment einladen. Ihr habt alle diese schönen Karten bekommen. Und ich bitte euch die, dass ihr die dann langsam, nicht sofort wieder herausnehmt. Auf diesen Karten ist ein QR-Code drauf. Und wir werden uns in Gruppen zu so rund 6 Leuten oder so begeben. Wer keine Karte haben sollte, ich glaube, der Lukas, wenn ich es richtig gehört habe, hat noch Karten, dann dürft ihr euch eine schnappen. Auf dem QR-Code ist schlicht und einfach ein Tempo hinterlegt. Wir formen frei Gruppen zu 6 Leuten, die jeweils die gleiche Farbe haben. Ja. Und alle Gruppen, das Erste, was ihr macht, ist, ihr hört da hinein, um dieses Tempo zu haben. Und dann gibt es eine Frage, die uns die Anita dann, glaube ich, hoffentlich kurz raufstellt, die alle diese Gruppen besprechen. Dafür habt ihr 15 Minuten Zeit insgesamt. Die Frage ist, wie können Selbstorganisation und Personalverantwortung zusammengehen? Um das noch krasser zu formulieren ist, wie kann ein selbstorganisiertes Team funktionieren, wenn einer davon die Möglichkeit hat, die anderen zu kündigen, das Gehalt zu erhöhen, oder auf eine andere Stelle zu tun. Dafür habt ihr 15 Minuten Zeit. Und ich habe dann da hier eine wunderschöne Uhr natürlich. Ich würde euch einfach bitten, dass ihr euch in Teams zu 6 immer mit der gleichen Gruppe findet und dann wieder danach auf euren Platz zurückkommt. Und mich interessiert dann sehr, was die Gruppen so mitgenommen haben, und zwar vom Prozess. Erst Tempo anhören und schaut, dass ihr euer Meeting in diesem Tempo haltet, ob es ein langsames ist oder ob es ein ganz schnelles ist, dann auch ganz, ganz schnell sein, wirklich an dieses Tempo euch halten. Das heißt, am besten macht ihr das so, ja, dass ihr jetzt dann eure Karten hochhaltet, mit gleichen Farben, mit 4, 5, 6 anderen zusammenkommt und wir sind in 15 Minuten wieder hier auf eurem Platz. Viel Spaß! So, die Frage,
Die Frage ist natürlich jetzt nicht aufzulösen, was wir da über diese Thematik, weil ich glaube, über die kann man sicherlich sehr lang diskutieren. Was mich interessiert, und die Manuela hat das in ihrer Gruppe so schön vorweggenommen, ist, was macht das Tempo mit euch? Was macht das Tempo in eurer Gruppe, in eurem Gespräch? Was hat es gemacht? Und ich würde euch einfach bitten, dass ihr ein bisschen teilt, einmal jemanden von der, ich werde das einfach ziehen mit meinen Karten, glaube ich, das ist das Einfachste. Ich hätte gern jemanden von der Andante-Gruppe, von einer Andante-Gruppe, der teilen möchte, wie es ihm und seiner Gruppe so ging. Danke. Also wir haben das Metronom zu Beginn im Hintergrund laufen lassen. Habe ich für mich gemerkt, dass wenn ständig beim Gespräch das Metronom mitläuft, dass mich das innerlich wahnsinnig macht. Ich habe dann auch die Gruppe gefragt und gebeten, ob es okay wäre, den Ticker abzustellen, damit wir ganz beim Gegenüber sein können, ganz beim Gesprächspartner. Dann war zweite Erkenntnis, dass man doch irgendwie eine Parallele zwischen dem Ticken, weil das geht im Kopf ja noch weiter, ziehen kann, und also zwischen dem Tempo des Ticken und der Gespräche. Und ich habe sie sehr rasch wahrgenommen, also viel rascher als vielleicht mein Sprechtempo. Mhm. Und wie ist es dir dabei so gegangen? Innere Unruhe bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Mhm. Weil das Tempo der Gruppe ein anderes war, wie meines in dem wahrgenommenen Moment. Das heißt, es gab eigentlich eine Diskrepanz zwischen deinem eigenen wahrgenommenen Tempo, dem, oder eigentlich eurem Tempo, das ihr haben wolltet, und dem Ticken von außen. So meine, habe ich jetzt auf mich bezogen, auf meine Wahrnehmung, ja. Mhm. Danke. Gerne. Ja. Wer war denn in einer Lago-Gruppe? Bitte. Ja, wir haben uns auch den Rhythmus angehört und ich habe mir gedacht, ja, das passt ganz gut, das ist ein bisschen langsamer, wie ich sonst eigentlich agiere. Und dann habe ich dann schon gemerkt, dass ich dahin galoppiere und dass ich dann bewusste Pausen gemacht habe, damit ich wieder so ein bisschen runterkomme von meiner Geschwindigkeit. Und wie du so ein bisschen runtergekommen bist von deiner Geschwindigkeit, was hatte das, was für eine Wirkung auf die Gruppe hat das gehabt? Was hast du da wahrgenommen? Ja, also ich denke, dass die anderen mehr Raum hatten, sich mehr austauschen konnten und ich wahrscheinlich auch besser zugehört habe. Danke, sehr schön. Jetzt möchte ich natürlich von jemandem aus einer Presto-Gruppe und vielleicht von den Leuten, die weiter hinten sitzen. Wer war denn da in einer Presto-Gruppe? Ja, bitte. Also, mich hat das Tempo sehr stark an meinen Alltag mit zwei Kindern und Job erinnert. und es war unterschiedlich. Es waren einerseits Menschen dabei, die gesagt haben, ich habe gut gelernt, im Alltag mein eigenes Tempo zu halten, auch wenn es sehr stressig ist. Andere waren dabei, die gesagt haben, ich kann fast nicht zuhören oder ich tue mir total schwer, mich auf die Frage zu konzentrieren. Und wir haben wahrgenommen, dass wir uns sehr viel auch über das Tempo und nicht über die Fragestellung unterhalten haben. Und mein Eindruck war, als wir zurückgekommen zur Fragestellung, sind die Herzschläge, glaube ich, ja deutlich langsamer geworden, weil die Konzentration aufs Thema war und nicht mehr aufs Tempo. Dankeschön. Es gab eine Gruppe, die mir so gesagt hat, die Presto-Gruppe, das macht uns echt nervös. Wer war da? Nein? Wer war denn in der Lego-Gruppe? Und ich hätte diesmal gerne einen Herrn, wenn ich da sagen darf, nachdem wir drei Damen hatten. Ja, bitte, Helmut. Danke. Bei uns war es interessant, wir haben uns nämlich zuerst wirklich eingestimmt im Hören und das auch im Körper. Und dann war trotzdem in den ersten Minuten, vielleicht zwei, waren wir eigentlich zwar nicht bei Presto, also sondern dazwischen. Also schneller. Und wie wir dann angefangen haben, zuzuhören und nachzudenken, sind wir ins Andante gekommen. Das hat dann die Kollegin gemerkt, oh, wir reden ja eigentlich das Ganze im Andante. Weil wir reflektieren und konnten das damit viel besser
ja festhalten. Und dann ist ein interessanter Gedanke gekommen. Die Überlegung war, wenn wir im Presto reden würden, also wie vorher, könnte man nur das Gleiche, was man immer schon gesagt hat, reden. Das war die Hypothese, stimmt das? Denn man kann nicht, wenn man im Presto redet, anderes zulassen, ist die Vermutung. Danke, Herbert. Danke ganz herzlich für das Teilen. Noch jemand, der so eine Erfahrung teilen möchte? Ja, bitte. Ja, gern. Ja, also ich war in dieser 120er-Gruppe und wir haben, glaube ich, in der Gruppe nicht wirklich darüber reflektiert, sondern wir haben einfach getan und über das Thema gesprochen. Und ich habe gemerkt, wir haben das Metronom laufen gehabt und ich habe es so angenehm gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, das ist genau mein Rhythmus und auch die anderen habe ich so erlebt. Und dann war es aus und dann habe ich es eigentlich richtig schade gefunden, dass das nicht weitergegangen ist, weil ich habe das Gefühl gehabt, das passt gut. Und ich habe das Gefühl, ich habe mein Ding, also danke auch dafür euch, das Gefühl, ja, das so für solche Settings ist es ein gutes Tempo. Dankeschön. Schön, dankeschön. Danke ganz herzlich für das Teilen eurer Erfahrungen. Und es war für mich total spannend, auch draußen so ein bisschen zu beobachten, was das Tempo so macht mit jedem, mit manchen Gruppen. Manche, die das eben, so wie du gerade gesagt hast, laufen lassen daneben, wo das einfach gut geht, wo das gut funktioniert. Manche, die sich echt unwohl damit fühlen. Manche, die es abschalten. Was ich euch einladen möchte, ist, dass ihr ganz kurz ein paar Minuten Zeit nehmt, eure persönlichen Reflexionen in dieses schöne Buch hineinzuschreiben über das Tempo, das ihr gehabt habt, gespürt habt, wie sich das für euch angespürt hat. Ich bin dann immer sehr dafür, auch zu sagen, das so what, zu sagen und. Was hat das zu bedeuten? Und vielleicht schreibt auch einer oder andere mit, zu sagen, aha, diese Erfahrung nehme ich mir für nächste Woche mit, wenn ich wieder irgendwo bin. Um euch ein bisschen Zeit dafür zu geben, wird Daniela uns wunderbarerweise begleiten, eure Gedanken noch zum Fließen bringen. Danke, Daniela. Es ist für mich natürlich eine besondere Freude, eine so wunderbare Flötistin bei uns haben zu dürfen. Und thank you so much, Daniela. Ja.
Da gibt es auch, wie ich das gehört habe und euch gebeten habe, ein bisschen niederzuschreiben, nur so ein bisschen so ein Hinweis auch auf die Neurologie. Musik, Musik hören, aktives Musizieren macht etwas mit unseren, welchen auch immer Bahnen das sind, im Kopf. Und ich nenne es eigentlich immer, es gibt ein Rewiring in our brain. Das heißt, es gibt da, werden neue Verbindungen geschaffen in unserem Gehirn. Und das ist nicht nur, weil ich es behaupte, sondern das ist schlicht und einfach neurologische Erkenntnis. Die Erkenntnis geht auch so weit, dass Menschen, die Musik machen vor allem, aber auch viel Musik hören, viel kreativer sind, viel mehr über den Tellerrand schauen können, viel besser in kreativen Problemlösungen sind, als Menschen, die das nicht machen. Und, jetzt muss ich noch eine Lanze für die klassische Musik, und ich darf den Jazz auch ein bisschen einschließen dabei, brechen. Interessanterweise ist es vor allem bei klassischer Musik. Der Hintergrund dazu ist, dass die klassische Musik viel, viel komplexer ist. Und wir haben heute Vormittag nur über das Tempo gesprochen, was so die Basis ist. Und darauf kommt dann Rhythmus und darauf kommt Harmonie und darauf kommt dann noch Melodie. Und all das ist ein so komplexes Ding, wenn wir das hören, dass eben sehr, sehr viel in unserem Gehirn freigeschalten wird und gemacht wird. Und ich kann eigentlich jeden nur einladen, auch selber sich wieder zu überlegen, zu sagen, vielleicht doch schön wieder ein Instrument anzugreifen. Und Daniela, your students are which age? 7 to 16. So, also von 7 bis 67, ja, die in Paris bei Daniela lernen. Was in dem Tempo, und wenn man sich auch unwohl fühlt, es war so schön, dass ihr eingeschwungen wart auf die 120, ja, wo ihr es gefunden habt und ein Tempo gefunden habt, das für alle passt. Das ist etwas wirklich ganz, ganz Tolles. Aber man kann mit dem Tempo wirklich viel spielen. Und ich möchte nur ein paar Beispiele herausnehmen, wenn ich in einem kreativen Prozess mit, weiß nicht, neue Produktideen oder Startups oder so arbeite, wo es um Problemlösungen gibt, setze ich das ganz, ganz bewusst ein. Manchmal machen wir wirklich einen Rap und sagen, komm, ganz schnell, ja, im Kreis, jeder muss etwas sagen. Und wenn du nichts sagst, passt du on zum Nächsten. Und machst ein Brainstorming, das wirklich ein Storming ist, also mit einem guten Sturm, ja, wo du eins nach dem anderen, tschak, 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 machst. Ja. Wenn du gerade etwas nicht weißt, super, gibst dann den Nächsten weiter. Ohne irgendwie zu überlegen, zu selber kommt man da bei der Geschwindigkeit gar nicht mehr dazu, seine ganzen Filter vorzustellen und zu sagen, naja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil da ist mein Chef da oder da ist ein Kollege und, oder eine Kollegin und die könnte das falsch auffassen. Wenn ich diese Geschwindigkeit hineinbringe, nehme ich meine eigenen Filter weg und ich nehme auch die Filter der anderen relativ schnell weg. Das heißt, da kann sehr, sehr viel kommen. Gleichzeitig ist natürlich auch diesen Schritt zurück zu tun. Dann auf so eine Landkarte zu schauen, was da alles plötzlich draufsteht, was so ungefiltert herausgekommen ist. Eine Pause zu machen, dann langsam drauf zu reflektieren und im Gespräch auch ganz bewusste Pausen zu machen, auch wenn man im Team ist und so sagt, komm, ja, wir machen schlicht und einfach, wir sprechen und wenn jemand gesprochen hat, gibt es einen Moment der Ruhe. Und erst dann gehen wir weiter. All das kann man bewusst einsetzen, je nachdem, was man eben machen will, funktioniert im Endeffekt ganz fantastisch, weil Dinge herauskommen, die man so gar nicht kennt und an die man eigentlich gar nicht gedacht hat. In den letzten paar Minuten, die wir so miteinander hier haben, und ich freue mich, dass ich die ganzen 2 Tage hier sein darf, möchte ich, bevor ich an die wunderbare Anita übergebe, die das alles so schön mitzeichnet und ihre Zusammenfassung höre oder wir hören, ein paar Dinge noch sagen, die mir wichtig sind in dem Zusammenhang. Und wir haben ganz zum Schluss noch eine Übung, die uns ein bisschen auch auf diese nächsten noch 1,5, 2 Tage einschwingen soll. Tempo ist das Fundament für die Musik und ich habe gerade erzählt, alles, was in der Musik aufgebaut wird. Und so oft vernachlässigen wir in der Organisation, im Gespräch, in einem Workshop,
dieses Tempo und wundern uns, dass wir rauskommen und zu sagen, ja, es war eh ganz gut. Hat eh passt, oder? Dieses Einschwingen, wie wir auch hier gesehen haben, dass eine Gruppe sich einschwingt und wirklich zusammenkommt, dauert Zeit und geht wahrscheinlich nur in 20% der Fällen. Aber diese 20% sind es absolut wert, dorthin zu gehen. Und wir sollten uns nicht von den 80 anderen Prozent leiten lassen. Tempo muss man bewusst angehen. Und ihr habt es gehört, auch hier in dieser letzten guten Stunde, die ich mit euch verbringen durfte, ich spiele mit Tempo. Ich spiele natürlich auch mit Bewegung. Aber, und das ist vielleicht euch gar nicht so bewusst, ihr spielt es mit mir mit. Weil die Blicke, die ich von euch bekomme, die Überlegungen, die Energie, die ich von euch bekomme, ist genau das, was ich euch widerspiegeln darf, wo ich in ein Tempo hineingehen kann und einmal schneller sein kann oder euch mitreißen kann und dann auch das Gefühl habe zu sagen, in dem Raum sitzen viele Menschen, die einfach nachdenken und die sich hoffentlich doch das eine oder andere mitnehmen, aber die Energie bekomme ich rüber und das ist extrem schön. Das heißt, Tempo auch für die Situation bewusst angehen und einer der schönen Bücher, die ich vor einem Jahr oder so gelesen habe, ist von Priya Parker über die Organisation von eigentlich jedem Fest, von jedem Zusammenkunft von Menschen. Und Gregor und Manuela machen das jetzt zum 7. Mal, glaube ich, hier so wunderschön für uns, ohne wahrscheinlich das Buch gelesen zu haben, weil wir begonnen haben, zwar das Buch noch nicht heraus, ja, eigentlich könnte man das als Case Study nehmen. Und unterbewusst hier, wie ich hier hereingekommen bin, wie ich davor Gregor und Manuela kennengelernt habe, war Tempo eigentlich da. Aber nehmt euch das einmal mit für die nächsten Wochen und Monate. Wenn ihr einen Workshop plant, nicht nur den Ablauf zu machen und zu sagen, ja, und dafür haben wir 10 Minuten und dafür 15 Minuten und dann mache ich die Übung und das, sondern euch auch niederzuschreiben, zu sagen, welches Tempo nehme ich generell, welches Tempo nehme ich für den Teil, welches Tempo nehme ich für den Teil. Wissend, so wie das Stück, das Daniela beim Beginn unserer Keynote gespielt hat, dass ein Musikstück genauso wie ein Workshop aus unterschiedlichen Tempi bestehen kann. Ich kann etwas machen, was ganz schnell ist, ich kann etwas machen, was langsam ist, ich kann etwas machen, was gehend ist und damit wirklich bewusst zu spielen, herauszuprobieren und auch sich vielleicht das Feedback zu holen. Nicht nur zu sagen, wie schnell war das, wie war das Tempo überhaupt für dich, sondern was hat es mit dir gemacht? Was hat es mit uns als Gruppe in dem Workshop gemacht? Und das, was auch eine unserer Teilnehmerinnen hier so schön gesagt hat, dieses Einschwingen, Tempo bedarf auch, dass ich noch viel genauer zuhöre, wie es den anderen so geht. Weil wenn ich das Tempo übernehmen kann und wir in einem Gleichklang sind und das überlegt euch das, das war dieses Experiment, das sie in Kanada gemacht haben mit dem Speed Dating. Wenn dort ein Einklang, ein Einschwingen stattgefunden hat in 4 Minuten, dann wollten die Leute sich nicht nur wiedersehen, sondern waren wirklich interessiert, eine langfristige Beziehung aufzubauen. Das heißt, nehmt euch das mit, auch zu sagen, zu schauen, wie ist das Tempo des anderen, wie kann ich mich mit dem anderen bewusst einschwingen und nicht nur das Tempo vorzugeben. Das heißt, das, was ich mir so wünsche für euch oder euch mitgeben möchte, ist das Erste, das Bewusstsein, Tempo ist für das Fundament für vieles, was da kommt und was wir machen, auch wenn wir vielleicht gar nicht so viel darüber nachgedacht haben. Das Zweite ist, gehen wir in den nächsten Monaten und auch in diesen Tagen hier, auch in euren Reflexionsgruppen, auch in jeglichen Open Spaces, entscheidet es ganz einfach, schreibt es auf das Flipchart drauf, zu sagen, wir machen das heute in Lago und schaut, was passiert. Spielt damit, probiert es aus, sammelt die Erfahrungen, setzt es bewusst ein. Und zum Schluss noch, das Tempo der anderen erspüren, aufnehmen und in diesen eingeschwungenen Zustand zu kommen.
Anita, du hast so schön mitgezeichnet. Magst du uns das ein bisschen vorstellen? So, ich darf euch kurz durch das Bild leiten. Also wer sich gewundert hat, warum dieses Video immer zeitverzögert ist, es ist kein Video. Es wurde zeitgleich mitgezeichnet und ich würde euch gern ganz kurz oder auch langsamer durch das Bild führen, das hier entstanden ist. Gut, hier das Thema Entwicklung versus Tempo von Bernhard Keres und Daniela Maas. Vielen Dank für den tollen Vortrag und das tolle Thema auch mit musikalischer Umrahmung. Ja, die Frage zu Anfang war das Tempo. Wo kommt das überhaupt her? Hier im 19. Jahrhundert, das war das Zeitalter des Herzens. Hier ein tickendes Herz, finde ich ein schönes Bild. Und diese Herzfrequenz kann natürlich unterschiedlich sein, kann man auch verändern. Hier eine Person, die so am Herzen schraubt. Also Achtung, nicht zu viel schrauben bei 40 BPM, also Beats per Minute, das ist so die Frequenz, bei der wir schlafen. Bei Null ist nicht mehr so viel. Also immer gut weiteratmen. Ja, und die Frage war so ein bisschen, ist Tempo gut oder schlecht oder erstmal auch neutral? Und was macht das Tempo mit uns Menschen? Hier die Konzertsituation, bei der entweder viele Personen einschlafen können oder auch energetisiert werden können. Hier das Beispiel des Speed-Datings, wo die Personen zu einem Einklang kommen können, denn ohne Tempo gibt es keinen Groove. Und die Frage kann man natürlich nicht mit gut oder schlecht beantworten, sondern mal ist schneller und mal ist nicht so schnell gut. Ah ja, genau, und die Frage fürs nächste Bewerbungsgespräch hier. Die Aufgabe war, was macht das Tempo mit euch? Wie kann man Selbstorganisation und Personalverantwortung auch zusammenbringen? Hier gab es unterschiedliche Gruppen, die sich mit Lago beschäftigt haben, wo viel Raum für Austausch und Zuhören da war. Andante, das als sehr schnell empfunden wurde mit dem nervigen Metronom. Allegro als Pferd dargestellt, wo bei einer Gruppe wer automatisch schneller wurde, beim Reflektieren wieder langsamer, hin zu Presto, das teilweise auch nervös gemacht hat. Mich hat es auch nervös gemacht, ich wollte eigentlich einen Geparden zeichnen und vor lauter Stress ist dann doch der Hase geworden. Genau, und der Platz für neue Gedanken wurde hier von euch genutzt zum Aufschreiben. Hier auch das, was Musik mit uns macht und dass man mit dem Tempo auch spielen kann, also unterschiedliche Geschwindigkeiten auch bewusst verwenden kann und dann schauen kann, was passiert und das Tempo eben bewusst angehen. Und es bedarf eines guten Zuhörens, um dann einen Einklang auch entstehen lassen zu können. Vielen Dank dafür. Zum Abschluss laden wir euch ein zu einem anderen Experiment. Und ich bitte euch, dass ihr alle aufsteht. Genau, schaut, dass ihr ein bisschen Platz habt. Dass ihr gut steht. Dass ihr so mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Wir haben so viel über Tempo gesprochen, über Atmung, die unsere Herzfrequenz auch macht. Als ehemaliger Sänger, das war ich auch einmal, es war immer dieses in die Füße hineinatmen. Schaut mal, ob ihr eure Fußsohlen mit eurem Atem erreicht. Dann macht es die Augen zu. Lasst den Atem fließen, ohne viel zu atmen. Ganz einfach, so wie es ganz natürlich kommt. Und dann beginnt es einfach ein bisschen zu summen.
einfach mit dem Atem, der ausfließt, den Ton, der da kommt, nehmen und summen. Einfach weiter, durchaus ein bisschen lauter, fließen lassen. Danke euch. Und mit diesem eingeschwungenen Zustand wünsche ich euch und uns wunderbare 2 Tage hier und darf an die Manuela übergeben.